Selbst das schönste Outfit kann ruiniert werden durch winzig kleine Details. Deshalb zeige ich dir in diesem Video 5 Styling-Fehler, die sicherlich jede schon mal von uns gemacht hat und wie sich diese Fehler vermeiden lassen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf diesem Kanal dreht sich wie immer alles rund um Mode, Stil und bewusstes Shopping. Die Stylingfehler können ja ganz schnell mal passieren, gerade morgens zum Beispiel, wenn wir unter Zeitdruck stehen und schnell ein Outfit zusammenstellen müssen. Und damit das künftig nicht mehr passiert, schauen wir uns mal Stylingfehler Nummer 1 an. Passende Unterwäsche ist wirklich essentiell für ein gelungenes und elegantes Outfit. Aber das wird oft unterschätzt, weil man sich denkt, naja, die Unterwäsche ist ja eh nicht sichtbar. Aber genau das ist der Punkt. Unterwäsche ist nämlich nur dann ideal, wenn sie a. bequem ist und b. eben nicht sichtbar ist. Das heißt, es sollte keine BH-Blitzer geben. Das Material des BHs sollte nicht durch das Oberteil durchscheinen. Also das passiert schnell mal bei Spitzen-BHs zum Beispiel. Und ganz fies ist zum Beispiel auch so ein BH-Speck. Das hat übrigens nichts mit Übergewicht zu tun, also nichts primär. Auch schlanke Frauen haben schnell mal solche BH-Speckröllchen und zwar nur deshalb, weil sie unter Umständen den falschen BH tragen. Die Lösung? Ein nahtloser BH. Ich persönlich kaufe fast nur noch solche schnörkellosen BHs, auch ohne Bügel. Und dieser hier ist von Calvin Klein. Der ist super bequem, beim Tragen eigentlich fast überhaupt nicht spürbar. Und er ist eben super praktisch, weil er eben gerade unter T-Shirts beispielsweise oder feineren Blusen überhaupt nicht sichtbar ist. Ein weiterer Vorteil, hinten am Rücken ist er für einen regulären BH relativ breit, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass so ein BH-Speckröllchen rausquillt, deutlich geringer wird. Diesen BH habe ich bei Amazon bestellt. Da gibt es ja auch Kleidung, Accessoires oder eben auch Unterwäsche von den unterschiedlichsten Marken, teilweise eben auch von Designer-Brands wie Calvin Klein. Und heute und morgen finden bei Amazon die Prime Big Deal Days statt. Das heißt, es gibt sehr viele Rabattaktionen und wenn du vielleicht was für deine Garderobe noch brauchst, dann lohnt es sich da vorbeizuschauen, weil es da sehr, sehr viele Schnäppchen geben dürfte. Falls du in Sachen BH-Speck auch nochmal auf Nummer sicher gehen möchtest, dann kannst du über diesen gut sitzenden, gut passenden, nahtlosen BH auch nochmal einen Spaghetti-Träger-Top ziehen. Oder noch besser ist natürlich Shapewear. Ich habe mir jetzt einen Shapewear-Body bestellt und ich muss gestehen, als ich ihn das erste Mal ausgepackt habe, dachte ich mir, oh Gott, das ist so mini, da passe ich doch never ever rein. Aber ich habe reingepasst. Also der hat nämlich so einen hohen Stretch-Anteil. Also er sitzt ziemlich stramm am Körper und entsprechend BH-Abdrücke werden so dann nicht mehr sichtbar. Diesen Body habe ich auch bei Amazon bestellt. Den verlinke ich euch wie alle anderen Teile aus diesem Video, wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, und der große Vorteil bei Shapewear ist aus meiner Sicht eben nicht nur, dass sie eine schöne Figur zaubert, sondern dass sie auch gerade so an kälteren Tagen auch nochmal warm hält. Ein wirklich schon klassischer Fehler beim einfachen, simplen Layering ist ein zu kurzer Mantel über einem Rock oder Kleid. Da gibt es im Prinzip eigentlich nur zwei Lösungen. Also entweder man zieht einen langen Mantel an, der wirklich mindestens genauso lang ist wie der Rock oder das Kleid. Das ist heutzutage eigentlich nicht so ein Problem, weil überlange Mäntel ja im Trend sind. Also Mäntel, die mindestens bis zu der Wade gehen. Oder wenn man eben auf zu lange Mäntel nicht so steht, dann sollte man möglichst besser eine kurze Jacke über den Rock oder das Kleid anziehen, die halt maximal bis zur Hüfte geht. Jetzt im Herbst wird es natürlich schon mal frischer und kälter und so eine einfache, dünne Feinstrumpfhose unter Röcken und Kleidern hält natürlich nicht warm genug. Eine dickere, blickdichte Feinstrumpfhose wirkt allerdings weniger stilvoll, fast schon so ein bisschen altmodisch. Naja, und frieren ist ja natürlich auch keine Option. Deshalb die Lösung, so eine Thermostrumpfhose, die für eine optische Illusion sorgt. Denn diese Strumpfhose ist von innen gefüttert mit einem braunen oder beigefarbenen Fließstoff und der schimmert durch das schwarze Material durch, sodass man den Eindruck hat, man würde eben eine dünne Feinstrumpfhose tragen. Diese hier kann ich euch auf jeden Fall in Schwarz empfehlen und den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Die Strumpfhose gibt es nicht nur in verschiedenen Farben, sondern auch in unterschiedlicher Dicke, je nach Wetter. Links trage ich die mittlere Variante, rechts die ganz dicke Fließversion für richtig kalte Tage. Das Kleid ist übrigens vom französischen Hersteller Morgan de Toi. In Deutschland hat diese Marke keine Stores, aber dafür kann man bei Amazon Fashion die Teile von Morgan shoppen. Das Kleid fällt kleiner aus. Ich trage hier meine übliche Größe, aber ich werde es wohl gegen eine Nummer größer umtauschen.
Schöne Farben und Muster sind oft der Schlüssel zu einem gelungenen Outfit. Aber wenn es zu schrill, zu bunt wird, dann kann ein Look schnell chaotisch und vielleicht auch eher wie ein Fauxpas wirken. Eine sinnvolle Faustregel, die ich persönlich regelmäßig beachte, ist, dass man in einem Outfit möglichst nur 3 Farben integrieren sollte. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann lohnt es sich auch, die sogenannte Sandwich-Methode anzuwenden. Die funktioniert, wie der Name schon sagt, ähnlich wie ein Sandwich, das heißt, die obere und die untere Schicht sind identisch und in der Mitte gibt es dann eben eine bunte Füllung. Modisch übersetzt würde das heißen, die Farbe, die innerhalb eines Looks ziemlich weit unten vorkommt, also zum Beispiel die Farbe der Schuhe, die sollte dann möglichst identisch sein mit der Farbe, die weit oben im Outfit ist, also in der Nähe des Gesichts. Auf diese Weise wird eben ein farblicher Rahmen für ein Outfit erstellt und so wirkt es dann automatisch harmonischer und runder. Es gibt Kleidungsstücke, die kann man wirklich das ganze Jahr übertragen. Andere wiederum sind tatsächlich nur für 1 oder 2 Jahreszeiten bestimmt und die sollte man dann auch wirklich nicht zweckentfremden. Dazu gehören beispielsweise Kleidungsstücke aus Leinen. Die gehören wirklich nur in den Sommer und in den Frühling. Gerade so ein Leinenkleid beispielsweise ist natürlich an warmen Tagen ein elegantes, stilvolles Teil. Aber wenn man das im Herbst trägt, vielleicht mit einem Pulli oder Stiefeln, dann wirkt das völlig deplatziert. Seide dagegen kann man zu jeder Jahreszeit tragen. Besonders schön ist auch ein kontrastreicher Materialmix. Also wie hier feine Seide kombiniert mit robustem Denim. Auch Baumwolle und Viskose sind das ganze Jahr übertragbar. Dieses Kleid ist aus einem Viskose-Mix. Es ist von The Drop, einer Eigenmarke von Amazon. Es lässt sich nicht nur herbstlich mit Stiefeln stylen, sondern würde auch an wärmeren Tagen mit Sneakern, mit Loafern oder sogar mit Sandalen funktionieren. Aufpassen sollte man auch bei Mustern, denn gerade florale Muster können im Herbst und Winter schnell mal fehl am Platz sein. Das heißt natürlich nicht, dass Blumenmuster an kälteren Tagen tabu sind, überhaupt nicht. Also gerade in dieser Herbst-Wintersaison sind florale Prints im Trend, allerdings eben in so einer dunklen Ausführung. Übrigens, was diese Saison noch so im Trend ist und warum du möglicherweise den ein oder anderen Trend sogar schon in deinem Kleiderschrank hast, das zeige ich dir auch nochmal in diesem Video hier. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, falls du es nicht schon gemacht hast. Dann sehen wir uns nämlich schon ganz bald wieder. Bis dahin, mach's gut!